junkfoodtaste.com und jetzt gibt es Hip Milchbrei Babykeks. Ja, gut sättigend. Nach dem vierten Monat. Ah ja, da muss ich gleich mal ausrechnen, wie viele Monate ich alt bin. Die guten Zutaten. Genau. So wird's gegessen. Ja, ich esse es jetzt kalt. Sorry, ich habe keinen Plastiklöffel. Ich werde einen Stahllöffel verwenden. Ja, hier ist Qualität, wird hier sehr hoch geschrieben. Groß geschrieben. Ah, das ist natürlich, warum? Das wird dem Baby egal sein, ob die Energiebilanz ausgeglichen ist. Genau, jetzt geht's los hier. Was man nicht alles macht hier. Für seinen Zuschauer, genau, das ist ein Zuschauerwunsch von der Sophie. Mal, was auf meinem Löffel draufsteht. NVA. Na sowas. Knack, ja. Steht da drauf, das soll klicken beim ersten Öffnen. Hier unten. Babykeks, oh wei, oh wei, was ich hier alles mir antue. Ganz schön viel, da ist noch ein kleines Baby, alles in sich reinfuttern. 190 Gramm. Ja, dann ist es voll danach. Oh weia, wie viele Erwachsene haben schon mal Babybrei gekostet? Habt ihr ein Baby und kostet ihr vorher den Babybrei? Schmeckt ja absolut schrecklich. Ob das Babys essen wollen? Oh, war ja. Aber je länger man das isst, mit Vollwertflocken. Süß ist das nicht wirklich. Wie viel Zucker hat denn das? Das wäre mal interessant, euch das zu sagen. Zucker. 7,4. Okay. Eiweiß. Also ganz schön schlechte Eiweißwert. 2,2. Ja, warum ist der Eiweißwert eigentlich so schlecht? Herr Hip. Oh, wisst ihr was hier? Gourmet ist es. Für Gourmet-Babys. Ja. Okay. So, I just reviewed baby food and there was a wish by Sophie. Yeah. And this is Hip. One of the most prominent baby food producers, at least in Germany. I don't know whether they do it worldwide. And you have this a sort of milky cream here, which has a taste, but a strange one. It's quite a lot, I have to say. 190 grams. Can a baby in the fourth month eat 190 grams? I have no idea. Yeah, and if you are a parent or mother, father,
Do you taste the baby products yourself? Interesting question, isn't it? Yeah, and I read it. Tell me, I have no idea. I have no idea. I think it doesn't taste very good. Obviously not sweet or something. And somehow I ask myself whether the protein value is okay, because it says just 2.2% protein in here, which seems to be a little bit low. How much protein has breast milk? Who knows this? Write a comment. Okay, thanks for watching this review. And yeah, should I review more baby food? Then yeah, write a comment. Thanks for watching.